Eigentlich wollte ich sie ausruhen lassen. Nee, die waren wegen dem Stein. Gut, dann. Es gibt nicht mehr viele Wale und ich würde sagen, die Reise auf dem Fluss endet hier erstmal. Wir müssen sie dran vorbei, den Hang runterbringen irgendwie, wenn das geht. Aber wie hätte man das verhindern wollen? Sie will anführen und sie hat eine Menge Fehlentscheidungen, also getroffen. Sie muss jetzt zeigen, dass sie ein Anführer ist. Und das geht nicht, indem sie auf dem Schiff bleibt und die anderen für sich kämpfen lässt. Achso, ich hätte noch diese Gegenstände für die Eier, ja, egal. Man kann aber sagen, für wilder Spiel. Alter!
muss ich die alle besiegen, die da hinten stehen? Das dürfte interessant werden. Oh, okay. Also meine Bogie macht es nicht mehr lang, wenn ich da jetzt nicht... Nee, das ist Verschwendung. Ich finde es halt doof, dass meine Boogie so eine kurze Reichweite haben. Okay, der kommt da nicht hin. Ach, der kann nur in gerade liegen. Ja, okay. Na, der Schleicher ist wieder da.
Das Problem ist, solange wir an den Anführern nicht rankommen, werden die nach und nach immer mehr Truppen aufs Schlachtfeld bringen. Und das können wir nicht gewinnen. Wir müssen an den Typ rankommen und den Blattglobbe. Das gibt's doch nicht. Was mit? Das kleine Mistvieh ist ja mal heftigst zäh. Aber immerhin ist der schon mal weg. So, Freunde Kupferstecher, du bist zwar gleich tot. Das ist doch nicht wahr.
Ich würde sagen, unsere Situation ist jenseits von Verzweiflung. Wir haben am Anfang zu viele Kräfte, also ich habe einmal zu viele Kräfte verschwendet an sein Fußvolk. Okay, die sind nicht automatisch tot. Die sind erstmal nur verletzt und fallen damit erstmal für die nächsten Kämpfe aus. Ah ja gut, das ist wenigstens... Ja, das wäre nicht schlecht bitter gewesen. Zack, Spiel vorbei.